ein Instinkt. Ein Gefühl. Die Macht brachte uns zusammen. Wir sind nicht allein. Viele Leute werden kämpfen, wenn wir sie anführen. Die Leute sagen mir ständig, dass sie mich kennen. Niemand kennt mich. Ich schon. Lange habe ich darauf gewartet. Und jetzt kommt ihr gemeinsam. Das ist euer Verderben. Was machst du da, 3PO? Ich werfe einen letzten Blick, Sir. Auf meine Freunde. Sich der Angst zu stellen, das ist das Schicksal eines Jedi. Dein Schicksal. Macht wird mit dir sein. Immer. Star Wars. Der Aufstieg Skywalkers. Einen wunderschönen guten Tag an alle Cineasten und Cineasten da draußen. Willkommen wieder beim Moviecheck und zur Traileranalyse des finalen Trailers zu Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers. Ich gehe davon aus, dass inzwischen alle von euch diesen Trailer diverse Male gesehen haben. Es ist der finale Trailer für Star Wars 9, da muss man einfach hingucken, vor allem wenn er so geschnitten und so musikalisch untermalt ist, wie es tatsächlich hier auch der Fall ist. Dennoch, auch wenn ihr den Trailer jetzt schon 4, 5, 6, 7, 8 Mal geschaut habt, einige Sachen sind euch bestimmt auch untergegangen, ähnlich wie bei meiner Trailer-Reaction, da sind mir auch einige Sachen nicht direkt aufgefallen und ich hatte den Trailer da ja schon das zweite Mal insgesamt dann gesehen. Jetzt gehen wir also Frame für Frame durch und gucken uns einmal an, was es so mit der einen oder anderen Szene auf sich hat. Viel Spaß! Der Trailer startet mit einer Montage von Rey-Szenen. Sie rennt durch einen Dschungel. Da dachte ich bei meiner Trailer-Reaction zuerst, das könnte ja theoretisch auch schon Endor sein. Eventuell ist es aber auch ein ganz anderer Planet, nämlich der Planet, auf dem sich, das ging aus der D23 Special-Look-Version des vorangegangenen Trailers schon hervor, sich Leia Organa, Solo und Rey voneinander verabschieden. Es könnte auch dieser besagte Dschungelplanet sein. Aber Endor sicherlich auch immer noch im engeren Kreis der Auswahl. Wie sieht diese Szene aus? Sie rennt halt durch diesen Dschungelplanet, ist die ganze Zeit auf Achse, scheint dabei am Trainieren zu sein, hat das Lichtschwert in der Hand und schmeißt einen beschichteten Helm quasi auf den Boden, ähnlich dem, den Luke Skywalker in Episode 4 während des Trainings mit Ben Kenobi an Bord des rasenden Falken genutzt hat. Passend dazu sehen wir auch eine Kampfdrohne, die mit ihrem Blaster auf Rey feuert. Auch ähnlich dieser Szene an Bord des rasenden Falken aus Eine neue Hoffnung. Und hier scheint Rey tatsächlich am Trainieren zu sein. Wie gesagt, der Planet, das ist halt nicht ganz eindeutig. Es könnte Endor sein, es kann aber auch besagter Planet sein, auf dem sich letzten Endes Rey von Leia verabschiedet und von Poe, Finn und Chewie aufgegriffen wird. Dieses Team-Up wird in einer folgenden Szene des Trailers auch zumindest angedeutet. Richtig cool finde ich, dass diese Trainingssequenz übergeleitet wird auf eine Szene, die augenscheinlich entweder an Bord eines ausgeschlachteten Sternenzerstörer spielt. Da hätte man theoretisch also auch eine Verbindung zu The Force Awakens. Es könnte allerdings auch sein, weil mir das so
in den Kopf geschossen ist, als ich den Trailer ein paar Mal danach noch geschaut hatte, nach meiner Trailer-Reaction. Es könnte tatsächlich aber auch der Todesstern sein, der zweite Todesstern, der über Endor explodiert ist. Und das Gerippe, welches wir in den vorangegangenen Trailern ja auch schon gesehen haben, das, was da hinten im Hintergrund von Rey letzten Endes sich befindet, könnte tatsächlich der Reaktorschacht sein, in den der Imperator von Darth Vader hinuntergeworfen wurde. Von dieser Rey-Montage wird dann auf eine kurze Sequenz mit Finn geschnitten. Das macht insofern natürlich Sinn, weil Finn zu diesem Zeitpunkt ja auch schon einen Offscreen-Text aufgesprochen hat. Also natürlich nicht Finn, sondern Danny Boyega, der da sagt: Es ist ein Instinkt. Ein Gefühl. Die Macht brachte uns zusammen. Und das macht letzten Endes hier diesen Schulterschluss von Episode 7 und Episode 9 aus, weil in Episode 8 Finn und Rey, das ganze Team eigentlich von Rey ja getrennt war, bis zum letzten Momentum von die letzten Jedi, bis sie halt aus dieser Höhle befreit werden konnten von Rey. Und insofern ist es auf jeden Fall interessant, dass Finn letzten Endes selber auch diese Worte wählt. Die Macht brachte uns zusammen, denn es war, um es in unseren Worten zu sagen, ja tatsächlich Schicksal, dass in das Erwachen der Macht Finn und Rey zueinander gefunden haben. Alles andere hätte nicht zu den Ereignissen geführt, wie wir sie in Episode 7, Episode 8 und nun ja natürlich auch im Dezember 2019 in Episode 9 erleben werden. Aber zurück zum eigentlichen Bildmaterial. Wir sehen halt Finn auf einem Wüstenplaneten und ich behaupte einfach jetzt einmal, dass es sich um den Planeten Passana handelt. Dieser Planet wurde ja auch bereits im D23 Special Look Trailer erwähnt und gezeigt. Da ist es allerdings nicht nur Finn, der sich auf diesem Planeten befindet, sondern unter anderem auch noch Poe Dameron, C-3PO und R2-D2. Auf dem Planeten Passana lebt das Volk der Aki-Aki und dieses Volk beherbergt halt auch diese pferdeartigen Tiere, die Orbaks, die wir im späteren Verlauf dieses Trailers auch noch wiedersehen werden, nämlich wenn sie auf dem Sternenzerstörer reiten. Interessant ist, was tatsächlich unsere Freunde der hellen Seite der Macht auf diesen Wüstenplaneten verschlägt. Es soll ja anscheinend eine Art von MacGuffin geben, der letzten Endes dazu führt, die Position, die Ortung des Imperators und seiner Flotte vornehmen zu können. Dieser MacGuffin scheint auch im Trailer schon gezeigt worden zu sein. Ich werde euch gleich die Szene zeigen, wo ich zumindest glaube, dass wir diesen MacGuffin sehen. Und die Aki-Aki, beziehungsweise ein bestimmter Charakter, der meiner Ansicht nach von dem Neuzugang Carrie Russell verkörpert werden dürfte, wird dazu in der Lage sein, die Fährte für diesen MacGuffin aufzunehmen. Und dementsprechend macht es einfach nur Sinn, dass wir hier auch dann diesen Schnitt haben, um letzten Endes auch so ein bisschen Story, ein bisschen Inhalt auf jeden Fall auch schon vorgesetzt zu bekommen, da Disney sich ja ansonsten auch in diesem Trailer, was Story angeht, sehr, sehr bedeckt hält. Nach einem kurzen Schnitt erneut auf Rey, wie sie über den Wald-Dschungelplaneten läuft, kommt dann eine Szene, die den sich neu formierenden Widerstand präsentiert. Wir sehen eine Art Hangarbucht, wo der Widerstand sich um das Zentrum rund um Billy Dee Williams formiert. Wir sehen allerdings zu Billy Dee Williams Charakter Lando Calrissian allerdings auch noch unmittelbar in der Nähe stehend C-3PO. Wir sehen Poe Dameron, der augenscheinlich gerade eine Diskussion mit Lando Calrissian führt. Wir sehen einen einzelnen Mon Calamari, der könnte in Verwandtschaft stehen zu Admiral Akbar, der ja letzten Endes berühmt geworden ist durch seinen Ausspruch "It's a trap!" Und auf der anderen Seite natürlich dann auch in Episode 8, leider Gottes, ein nicht so ruhmreiches Ende gefunden hat, nachdem die Brücke des Rebellen- bzw. Widerstandskreuzers vernichtet worden ist. Was man im Hintergrund noch sieht, ist, dass die Hangartore geöffnet sind und im Hintergrund so ein bisschen Grünstich auf jeden Fall vorherrscht. Also auch hier befinden wir uns offensichtlich auf diesem dschungelartigen Planeten. Wenn es denn tatsächlich so ist, dann ist es wahrscheinlich nicht Endor. Warum, wieso, weshalb, das erläutere ich euch dann nachher.
sondern ein anderer Planet, und zwar dann dieser Planet, auf dem sich Rey und Leia Organa Solo verabschieden werden, das, was uns also auch schon im D23-Trailer und zum Ende dieses Trailers auch gezeigt wird. Wir sehen hier eine ganz bunte Mischung von Menschen, die um dieses Zentrum herumstehen. Wir sehen Piloten in Rebellenmontur, wir sehen aber auch ganz in Zivil gekleidete Personen, und ich glaube tatsächlich, dass hier der Widerstand versucht, neue Piloten und Schiffe für seine Sache zu akquirieren. Gleichzeitig könnte man aber auch hier schon erkennen, dass die Rebellenallianz bzw. der Widerstand versucht, auch ein breites Bündnis einzugehen mit eventuell auch Kopfgeldjägern. Und diesbezüglich bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was uns in dieser Szene tatsächlich dann im Film erwartet. Ich bleibe immer noch dabei, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das hier eine Korvette der alten Republik ist, ähnlich wie beispielsweise die Tante 4, die ja auch in einem der folgenden Schnitte auch uns gezeigt wird. Im darauffolgenden Shot sehen wir dann auch noch die zweite Reihe der Helden, unter anderem jetzt eben auch Rose Tico, die wir in Die letzten Jedi erstmals kennengelernt haben. Eine ursprüngliche Mechanikerin des Widerstandes, die jetzt aber auch im Zuge der Ereignisse nach Episode 8 letzten Endes auch, was ihre Position in der Widerstandsgruppe anbelangt, aufgestiegen ist. Sie ist jetzt in einer Commander-Position. Sie leitet letzten Endes den Ingenieurskorps des Widerstandes, und man sieht sie in dieser einen Szene, die quasi überhaupt nur da bieten soll, dass sie in diesem Film auch wieder dabei ist, neben unter anderem Lieutenant Connix und dem neuen Charakter, der von Dominic Monaghan verkörpert werden wird. Und augenscheinlich, das behaupte ich jetzt einfach mal, ist das hier eine Szene, die besonders sein wird für Rose, denn ich meine, dass sie hier ein Wiedersehen feiern wird mit Finn. Dahingehend dann auch der Schnitt natürlich auf unser Dreigespann Chewbacca, Poe Dameron und Finn. Das bestärkt mich auch tatsächlich, dass wir uns während dieser ganzen Shots von dem Besprechungsraum über Rose Tico's Szene hin zu diesem Dreigespann tatsächlich immer auf demselben Dschungelplaneten befinden. Und dass es vielleicht sogar am Anfang des Filmes alles hier stattfindet, was wir in diesen Szenen sehen, um letzten Endes das Team einerseits wieder zusammenzubringen und auf der anderen Seite überhaupt erstmal wieder einen Widerstand aufbauen zu können. Passend zu dieser Abfolge von Szenen, die darstellen soll, dass sich der Widerstand neu formiert, ist natürlich auch der Offscreen-Text, der von Poe Dameron eingesprochen wird, der da sagt letzten Endes: Wir sind nicht allein. Viele Leute werden kämpfen, wenn wir sie anführen. Diesbezüglich ist diese Auswahl von Szenen richtig schön, weil dieses Wir sind nicht allein umfasst natürlich alle, die sich von der Ersten Ordnung unterdrückt fühlen. Viele werden kämpfen, wenn wir sie anführen. Darauf spielt er natürlich einmal auf den neuen Kern des Teams an. Selber natürlich Poe Dameron, dann auf der anderen Seite natürlich Finn, Chewbacca und natürlich solche alten Hasen wie beispielsweise Leia Organa Solo, aber auch dieser Neuzugang, der seit Episode 6 in Star Wars nicht mehr gesehen wurde, Billy Dee Williams als Lando Calrissian. Es folgt ein Schnitt auf eine entweder landende oder startende Tente vor auf besagtem Dschungelplaneten und dann ein relativ schneller Schnitt auf Endor, wo wir das Gerippe des zweiten Todessterns im Meer liegend vorfinden und auch Rey mit aktiviertem Lichtschwert vor einem der alten Lasertürme sehen können. Es folgt ein relativ weicher Schnitt dann auf Rey in der Totalen mit einem Kamerazoom-In auf das Gesicht von Rey. Wir sehen Entschlossenheit, wir sehen vielleicht auch etwas Wut, aber ich glaube, in dem Fall ist es tatsächlich eher die Entschlossenheit, die hier überwiegt. Was im unmittelbaren Nachgang zum Trailer-Release tatsächlich die Fangemeinde gespalten hat, ist das Lichtschwert, welches Rey hier in Händen hält. Es ist das rekonstruierte Schwert von Anakin Skywalker, welches in Episode 8 zerstört wurde. Einige Fans, unter anderem auf Reddit, aber auch auf Facebook, fragten sich, okay, warum sieht die Klinge so unscharf aus? Warum flackert die so ähnlich wie das Schwert von Kylo Ren?
Ist das tatsächlich ein nicht so gut konstruiertes Lichtschwert? Da würde ich sagen, doch, die Klinge ist für mich auf jeden Fall scharf begrenzt und flackert halt nicht so flammenförmig wie das von Kylo Ren. Das, was man hier als Flackern und Unschärfe wahrnimmt, ist meiner Ansicht nach das verdampfende Wasser, welches von den Wellen aufgeworfen wird und letzten Endes dann durch das extreme heiße Plasma des Laserschwertes verdampft. Und deswegen glimmt das so ein bisschen. Meiner Ansicht nach liegt es also nicht daran, dass Rey tatsächlich eine schlechte Konstrukteurin ist. Sie ist meiner Ansicht nach hier tatsächlich durch die Entschlossenheit, die sie widerspiegelt, tatsächlich hier schon auf jeden Fall eine weiter in der Ausbildung des Jedi-Ritters fortschreitende Jedi-Ritterin. Eine Meisterin auf jeden Fall noch nicht. Es erfolgt dann ein Schnitt auf das, was Rey sich mit Entschlossenheit anschaut, nämlich die von ihr erwartete Konfrontation mit Ben Solo, a.k.a. Kylo Ren, der quasi aus der Gischt einer riesigen Welle auf dem Todesstern letzten Endes auf sie zutritt, mit auch aktiviertem Laserschwert, die typische Klinge. Auch er sieht entschlossen aus. Also hier haben wir tatsächlich zwei Seiten, sowohl die helle als auch die dunkle Seite vertreten, beide mit Entschlossenheit und Überzeugung, dass das, was sie tun, das Richtige ist und sind bereit, auch dafür zu kämpfen. Über diese Szene wird dann von Rey ein Off-Text gesprochen, der da lautet: Die Leute sagen mir ständig, dass sie mich kennen. Niemand kennt mich. Und dann entgegnet ihr Ben Solo: Ich schon. Und das macht auch im Kern auch einen der meiner Ansicht nach relevantesten Konfrontationspunkte der Sequels klar, nämlich die Frage der Herkunft von Rey. Und so wie sie ihren Satz betont, alle behaupten, sie würden mich kennen, aber niemand kennt mich, diese Gewissheit, dass alle, die glauben, sie zu kennen, sie tatsächlich nicht kennen, macht mir zumindest klar, dass sie in dieser Situation, wo sie diesen Satz sagt, auf jeden Fall selber schon weiß, wer sie ist. Und auch wenn sie nicht unbedingt weiß, woher sie kommt, sie weiß auf jeden Fall, wo sie jetzt zu dem Zeitpunkt dieses Satzes steht und wer sie in dieser Situation ist. Sie ist gefestigt in ihrem Charakter und entschlossen, nach diesem Charakter, der entweder dunkel als auch hell sein kann, dann auch entsprechend zu handeln. Meiner Ansicht nach hat sie sich tatsächlich ihrer Angst gestellt. Das, was Luke Skywalker im Verlauf des Trailers ja auch auf jeden Fall anmahnt, dass es die Aufgabe eines Jedis ist, sich seiner Angst zu stellen. Und Reys größte Angst ist halt die Angst davor, woher sie kommt, wer sie ist und es nie erfahren zu können. Und diese Angst muss sie sich stellen und diese Angst hat sie sich augenscheinlich gestellt und hat dabei offensichtlich auch eine Antwort für sich gefunden. Und es ist ihr offensichtlich egal, was andere davon halten, was andere denken, zu glauben, wer sie denn ist. Sie weiß in diesem Moment, wer sie ist. Und Kylo Ren, typisch an sich sogar der dunklen Seite entsprechend, versucht sie zu verführen im Sinne eines Angebotes, dass er natürlich wüsste, wer sie ist und woher sie kommt. Aber dieses Angebot, das glaube ich, basierend auf der Art und Weise, wie sie diesen Satz sagt, interessiert sie nicht. Ja? Ich glaube tatsächlich, Rey ist so gefestigt und wird deswegen auch die Konfrontation mit Kylo Ren hier suchen. Und das wird ja im Trailer auch deutlich. Auch schon im D23-Trailer wurde es angedeutet. Da wird es auf jeden Fall die Konfrontation geben. Und damit kommen wir zu einem Shot, der tatsächlich insbesondere mit dem Offscreen-Text des Imperators immenses Spekulationspotenzial aufwirft. Bleiben wir, bevor wir zu den Textzeilen des Imperators kommen, erst einmal bei den Bildern. Wir sehen diesen riesigen Eisberg mit einer Stadt im linken unteren Bildfeld und einfliegende TIE Fighter. Was mich hier schon direkt irritiert hat, war, dass die TIE Fighter keine Spiegelung auf dem vermeintlichen Wasser hinterlassen. Und da kam mir die Idee, vielleicht ist das auch einfach nur ein riesiger Eisasteroid, der durch den Raum fliegt und wir sind hier gar nicht auf einem Planeten. Also, dass das quasi ähnlich wie bei Asgard, dem Planeten der Asgardianer aus dem Marvel Cinematic Universe ist, dass das einfach so ein im Raum schwebendes Konstrukt ist, was jetzt hier tatsächlich auch mit Eis überladen ist und auf dem sich letzten Endes eine kleine imperiale Stadt befindet. Ich könnte mir hier vorstellen, dass wir uns auch hier im Outer Rim bewegen und dass hier tatsächlich auch ein Außenposten des Imperators vorbestehen könnte. Es kann natürlich auch ein Restposten der Ersten Ordnung sein. Das wird hier natürlich nicht so wirklich klar. Allerdings, wenn man jetzt dann die folgenden Szenen bewertet, unabhängig von dieser Thronszene, die da eingeschnitten wurde,
sondern dann eine Szene direkt weitergeht, wo der Sternenzerstörer aus dem Eis hervorbricht, dann könnte man trotzdem die Idee haben oder die Vermutung äußern, dass es sich auch hier bei diesem Eisberg um einen tatsächlichen Eisberg auf einem Planeten handelt. Warum die TIE Fighter keine Spiegelung haben, sei dann erst einmal außen vor gelassen, und dass aus diesem Eis letzten Endes die Flotte des Imperators hervorbricht. Jetzt zu der Thronszene, die finde ich ist legendär, weil sie auf einer offiziellen Original-Concept-Art von Chris McGuire aus Return of the Jedi, also Rückkehr der Jedi-Ritter, beruht. Da gab es auch schon eine Concept-Art, die vorsah, dass der Imperator auf einem Thron sitzt und von Darth Vader konsultiert wird. Und dieses Concept Art ist tatsächlich jetzt tatsächlich endlich verwertet worden, und da gingen natürlich die Fanherzen hoch. Nichtsdestotrotz muss man sagen, einen gewissen Game of Thrones Charakter hat das Teil schon. Diese Zacken und diese Imposanz, dieses majestätische Gefühl, was durch diesen eher dunklen Thron mit Licht im Hintergrund hervorgerufen wird, das ist tatsächlich schon majestätisch, muss man sagen, wenn aber auch eben bedrohlich. Ob das jetzt also ein Refugium des Imperators ist oder tatsächlich ein neuer Thronsaal in einem der Sternenzerstörer, die wir gleich im Verlauf sehen werden, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall ist das hier wirklich an Imposanz nicht zu überbieten, und natürlich auch ein Verneigen vor der OT, also der Original Trilogy, dass man das hier tatsächlich jetzt endlich verwendet. Und dann kommt natürlich ein Shot, der wirklich gigantomanisch ist, nämlich die Szene, wo letzten Endes die Widerstandsflotte sich formiert und gegen die imperiale Flotte in den Krieg zu ziehen scheint. Wir sehen da so viele Schiffe, also unglaublich viele Schiffe. Wir sehen unter anderem einen Mon Calamari-Kreuzer im Hintergrund. Wir sehen diese Transportschiffe, wie wir sie aus Das Imperium schlägt zurück gesehen haben. Wir sehen den Kreuzer oder eine zumindest Kreuzerklasse, die der ähnlich ist, die Han und Chewie in Episode 8 befehligt haben. Wir sehen natürlich, und das habt ihr jetzt sicherlich schon zum tausendsten Mal gehört, die Ghost bzw. ein Schiff ähnlicher Klasse. Es wäre natürlich schön, wenn die Serien jetzt auch peu à peu in das Filmuniversum auch mit einfließen, um dann tatsächlich auch so eine Art Avengers Assemble Charakter im Star Wars Universum zu generieren, aber zwingend erforderlich finde ich es nicht unbedingt. Wir sehen dann natürlich auch noch diese Bomberkreuzer, die wir aus Episode 8 kennen, da ist zumindest ein einzelner zu erkennen. Wir sehen eventuell, da muss man halt tatsächlich jetzt rein spekulativ vorgehen, die Razor Crest, also das Schiff des Mandalorianers aus der gleichnamigen Serie The Mandalorian, die uns ja erst noch im November zumindest, also uns meine ich natürlich der Welt insgesamt, bevorsteht, wann das deutsche Release der Serie des Streamingdienst Disney Plus auch in Deutschland halt zur Verfügung steht, das ist glaube ich noch gar nicht so raus. Wir sehen diverse U-Wings auch hier vertreten und eventuell tatsächlich sogar ein republikanisches Kanonenboot, was ich ziemlich witzig gefunden habe. Also ganz, ganz viele Schiffe aus unter anderem auch eben den verschiedensten Epochen des Star Wars Franchise, und das finde ich ist halt auch wieder dieser Schulterschluss von Sequels, OT und der Prequel-Trilogie, und das finde ich halt richtig, richtig gut gelungen. Und jetzt fällt mir sogar auf, ich glaube, da oben ist sogar noch ein A-Wing. Also ganz, ganz viele Schiffe, die letzten Endes hier ausgegraben wurden, um sich der letzten Schlacht mit der dunklen Seite und dem Imperium bzw. der First Order zu stellen. Ein wirklich ikonischer Moment, wenn sich dann auch noch der Millennium Falcon an die Spitze dieser Flotte setzt mit auch einer neuen Radarschüssel. Das ist so der Gimmick, der mir hier aufgefallen ist, was ich ziemlich witzig gefunden habe. Und dann natürlich mit einem Schnitt in das Cockpit des rasenden Falken, wo wir unter anderem Poe Dameron, Finn, Rey und Chewbacca sehen, mit einem zweiten Schnitt, wo wir dann im Cockpit auch Lando Calrissian sehen. Also sehr, 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 sehr cool und sehr, sehr nice auf jeden Fall geschnitten. Und dazu passend natürlich dann auch noch der entsprechende O-Ton des Imperators, der da lautet: Lange habe ich darauf gewartet. Und jetzt ihr gemeinsam. Das ist euer Verderben.
Dieser Satz des Imperators ist natürlich ominös und sehr, sehr vage gehalten. Er spricht aber augenscheinlich Rey und Kylo Ren gleichermaßen an. Er hat halt tatsächlich sehr, sehr lange auf das gewartet, was nun kommt, nämlich in seinen Augen der finale Schlag zum Sieg über die helle Seite der Macht, zum Sieg über die Jedi. Und ob er tatsächlich es schaffen wird, die Jedi zu schlagen, das bleibt natürlich abzuwarten. Und ich bin gespannt, inwieweit sich Ren und Rey tatsächlich eventuell auch im Film, miteinander auseinandersetzen und inwieweit es tatsächlich auch so sein könnte, dass Ben Solo erneut zur hellen Seite der Macht zurückfindet. Das bleibt abzuwarten. Dann folgt eine ganze Reihe von Shots, unter anderem auch ein Shot auf einen Sternenzerstörer, der augenscheinlich gerade die neue Superwaffe eingesetzt hat, von der zumindest Fankreise spekulieren. Was ich mich allerdings frage, ist, was explodiert da gerade? Für mich sieht das alles eher so nach organischem Material aus, was da um diese Flamme, um das Zentrum dieser Explosion wegfliegt. Für mich sieht das nicht aus wie Trümmerteile eines Raumschiffs, sondern vielmehr wie ein Planet, ein kleiner Planet, vielleicht auch ein Asteroid. Da bin ich mir nicht ganz, ganz sicher. Die Spekulation, die einer von euch tatsächlich in meiner Trailer-Reaction schon unter die Kommentare gefasst hat, dass das eventuell der rasende Falke sein könnte, das wage ich zu bezweifeln. So eine immense Explosion durch ein kleines Raumschiff wie den rasenden Falken, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Für mich sieht das eher aus wie ein Planet, der hier in die Luft gesprengt wird. Inwieweit tatsächlich dann aber auch diese Technologie, die der des zweiten Todessterns sehr ähnlich sein soll, tatsächlich auch auf allen Sternenzerstörern des Imperators verbaut werden soll, beziehungsweise verbaut sein soll, da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Wenn dem so wäre, dann wäre das Imperium des Imperators, abseits dessen, was die First Order hat, auf jeden Fall ziemlich overpowered. Und wie die Rebellen, beziehungsweise der Widerstand dagegen anhalten möchte, da bin ich dann doch sehr, sehr skeptisch und neugierig, wie da versucht wird, den Handlungsstrang doch nochmal rumzudrehen. Auf jeden Fall ein interessanter Shot und ich bin gespannt, was zum Geier da in die Luft gejagt wird. Und dann kommt auch schon der spannendste, aber zugleich auch traurigste Moment des ganzen Trailers. Wir sehen C-3PO, der von dem Droidenmechaniker Babu Frick bearbeitet wird. Babu Frick ist, wie gesagt, ein Droidenmechaniker aus Keyjim und ist in der Lage, jedwege Sicherheitsprotokolle von allen möglichen Droidenmodellen zu überbrücken, so auch von einem Protokolldroiden selbstverständlich. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, was der Zweck dahinter sein sollte. Erinnern wir uns, in Episode 3, zum Ende des Filmes, wurde Captain Antilles ja angehalten von Bail Organa, dass die Speichereinheit dieses Protokolldroiden, also C3PO, gelöscht werden soll. Ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Art Backup im Gehirn von 3PO gibt und dass man hier auf die Erinnerungsspeicher zugreift, um zu erfahren, was eventuell 3PO im Zuge seiner Nähe zu Anakin Skywalker, aka Darth Vader, mitbekommen hat, vielleicht unbewusst mitbekommen hat, hinsichtlich der weiteren Pläne von Kanzler Palpatine zu der Zeit natürlich noch. Interessant natürlich dann aber auch, dass er seine letzten Worte entsprechend an seine Freunde richtet. Ich werfe einen letzten Blick, Sir. Auf meine Freunde. Ich glaube, dass Episode 9 zumindest für 3PO auch das Ende darstellen dürfte. Gleichzeitig dann der Schnitt auf BB-8 und den neu hinzugefügten Droiden in der Star Wars Saga D0, die sich auch gleichermaßen besorgt angucken. Und dann auch noch ein Schnitt auf Carrie Russells neuen Charakter Zori, beziehungsweise Zori Bliss. Eine Freundin von Poe Dameron, die eher so auch hinsichtlich ihrer Sortierung, Rebellenallianz, Widerstand, Imperium, einer gänzlich anderen Partei zuzuordnen ist, nämlich Kopfgeldjäger und so gesehen auch eigentlich eher so Verbrechersyndikatsmitglied. Und da ist es halt ähnlich wie eins zwischen Han Solo und Lando Calrissian, dass diese Beziehung auch ein bisschen spielerisch sein soll, dass man sich halt wertschätzt, aber trotzdem immer noch versucht, den anderen auf freundschaftliche Art und Weise zu hintergehen. So ungefähr hat es auch tatsächlich Oscar Isaac beschrieben, der Darsteller von Poe Dameron, auf die Frage, wie er seine Beziehung zu Zero Bliss einordnen und beschreiben würde.
Was ich total interessant finde, und ich glaube, das hatte ich noch nicht so in der Ausdrücklichkeit der Band, ist, dass wir uns ja auch während dieser ganzen Szenerie in einer Druidenfabrik zu befinden scheinen. Wir sehen unter anderem auch einen B1-Druiden. Die Druiden-Generation, die wir aus Episode 1, die dunkle Bedrohung, kennen, von der Schlacht von Naboo. Und da wird natürlich auch direkt der Schulterschluss erfolgen zu den Prequels. Und ich bin gespannt, inwieweit wir eventuell auch solche Kampfdruiden, vielleicht auch Superkampfdruiden, hier noch einmal in Aktion sehen werden in Der Aufstieg Skywalkers. Und wenn wir schon bei Kampfdruiden sind, was ich richtig genial finde, ist natürlich auch wieder ein kleiner Nostalgiefaktor in Bezug auf die alte Trilogie. Wir sehen einen Medidruiden der Klasse 2.1b im Hintergrund. Wenn man es scharf stellt und ein bisschen moduliert, dann kann man es tatsächlich erkennen. Das ist der Druide, der unter anderem auch Luke Skywalker versorgt hat nach seinen schrecklichen Ereignissen auf Hoth. Und diesbezüglich natürlich wieder ein wirklich, wirklich tiefer Verneigungsfaktor vor der alten Trilogie, wenn man hier versucht, jetzt auch tatsächlich mit solchen feinen Details Fanservice zu betreiben. Ich find's megamäßig gut. Dann folgen rasche Schnitte auf diverse Actionsequenzen im Rahmen der finalen Schlacht mit dem Imperium und dem Offscreen-Text von Luke Skywalker eingesprochen, der da sagt: Sich der Angst zu stellen, das ist das Schicksal eines Jedi. Dein Schicksal. Damit wendet sich Luke Skywalker höchstwahrscheinlich als Machtgeist erneut und abermals an Rey, um sie tatsächlich dahingehend zu bestärken, dass sie jetzt die letzte Jedi ist, in deren Hand es liegt, wie sich die Galaxie in Zukunft entwickeln wird. Was mir auf jeden Fall richtig gut gefällt, ist diese Szene auf dem Sternenzerstörer, die unter anderem während dieser Off-Text-Passage eingeschnitten wird. Da sehen wir nämlich diese Orbax, diese pferdeartigen Wesen von dem Planeten Passana. Wir sehen Finn und unter anderem auch BB-8, die quasi diesen Sturm anführen. Und auch den Newcomer-Charakter Jana, verkörpert von Naomi Ackie. Und die laufen bzw. reiten diesem Sternzerstörer entlang. Überall schleudert es Blitze und überall feuern die Turbolaser. Ich bin auf jeden Fall diesbezüglich schon verdammt gespannt darauf, wie und vor allem was sie da versuchen und wie sie es tatsächlich auch versuchen wollen. Diesbezüglich ordne ich auch übrigens die Szene ein, die kurz davor stattfindet in diesem Trailer, wo wir Poe Dameron, Chewbacca und Finn innerhalb eines Sternenzerstörers sehen. Wie sie da die Gänge entlang flitzen und letzten Endes irgendwas versuchen zu erreichen. Was ich dabei dann richtig spannend finde, ist, und diese Idee, diese Vermutung lag ja schon öfter mal in der Luft, spätestens seit Episode 7 und den enormen Flugfähigkeiten von Poe Dameron, wie er es hier in dieser einen Szene schafft, einem Blasterschuss so gezielt auszuweichen. Der macht ja reflexartig schon den Kopf zur Seite und dann eine Bruchteil einer Sekunde danach kommt ein Blasterschuss genau dahin, wo vorhin sein Kopf war. Ich bin gespannt, inwieweit vielleicht dieser Charakter auch in Zukunft nochmal beleuchtet wird, weil meiner Ansicht nach geht das über Reflexe hinaus. Ich glaube auch, dass Poe Dameron mehr oder weniger ein machtsensitiver Charakter im Star Wars Franchise ist. Abgesehen davon sehen wir aber noch weitere Szenen aus dieser Schlacht. Wie gesagt, einmal diese Szene mit Poe Dameron und Kokagi innerhalb eines Sternzerstörers. Und dann sehen wir nochmal einen Y-Wing, einen modifizierten Y-Wing, der auf einen Sternzerstörer zurast. Und unter anderem sehen wir da jetzt auch tatsächlich das erste Mal diese Superwaffe. Ein hochkarätiges Kaliber. Und vermutlich wird hier gerade versucht, diese Superwaffe auszuschalten, weil sie auf irgendwas zielt, was dem Widerstand vermutlich sehr, sehr wichtig sein dürfte. Es folgt daraufhin die Szene, die mich während meiner Trailer-Reaction am meisten geschockt hatte, nämlich die Szene im Thronsaal des zweiten Todessterns. Man sieht, überall ist alles zerfetzt, natürlich durch die Zerstörung
hervorgerufen. Wir sehen aber auch dann Kylo Ren und Rey sich gegenüberstehend. Und es bleibt abzuwarten, ob sie tatsächlich beide zu diesem Zeitpunkt bereits physisch anwesend sind oder ob tatsächlich Kylo Ren via Force Vision sich tatsächlich mit Rey hier wieder in Kontakt setzt, um sie dann im Verlauf auf dem Todesstern halt zu besuchen, in Anführungszeichen, und sich ihrem Kampf zu stellen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Mich interessiert vor allem auch, was Rey im Thronsaal sucht. Allen voran, wenn man dann eine Szene im Trailer weiterspringt, wo wir Kylo Ren und Rey sich in einem Lichtschwertduell befinden sehen. Da sind sie aber augenscheinlich an Bord des Sternzerstörers von Kylo Ren, also nicht mehr an Bord des Todessterns. Woraus nehme ich das? Ich meine nämlich, dass es hier dieses Podest ist, auf dem der Helm von Lord Darth Vader steht. Was dabei aber auch noch interessant ist, dass abseits des Lichtschwertes von Rey auch noch ein metallischer Dolch gehalten wird, wo einige ja eventuell sogar die Mortis-Klinge hineininterpretieren. Mortis-Klinge, glaube ich, ist es allerdings nicht. Dafür gibt es zu wenig Bezüge, meiner Ansicht nach, im Filmuniversum. Und ich glaube einfach nicht, dass das tatsächlich hier der Fall ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde zu viel letzten Endes von den Fans verlangen, die sich primär nur auf die Filme beschränken und die Serien wie beispielsweise Star Wars Rebels oder auch Clone Wars gar nicht geguckt haben. Davon soll es ja auch einige geben. Und dann kommen wir auch jetzt schon zu den finalen Szenen dieses Trailers, wo wir auch einen ersten Eindruck von Imperator Palpatine in seiner physischen Form ergattern können. Wir sehen halt den Imperator mit seiner schwarzen Kutte, typisch wie auch aus Episode 6 bekannt. Und augenscheinlich sitzt er auf einem, naja, metallischen Exoskelett, mit dem er sich fortbewegt. Augenscheinlich immer noch geschwächt bzw. angeschlagen von den Ereignissen im Reaktorschacht des zweiten Todessterns. Man sieht auch einige Kabel, die so nach vorne führen, die ihn mitunter ja vielleicht auch versorgen. Also er hat quasi jetzt einen ähnlichen Verlauf genommen wie einst Darth Vader. Er ist nicht mehr unbedingt auf der Höhe seiner Macht, aber versucht es jetzt tatsächlich trotzdem wieder erneut die Galaxie zu unterjochen. Was man halt ganz, ganz kurz sieht für einen Bruchteil einer Sekunde, ist tatsächlich seine Hand, beziehungsweise zwei Finger seiner linken Hand. Mehr zeigt uns dieser Trailer tatsächlich nicht. Aber das macht auf jeden Fall schon deutlich, wir haben hier kein Hologramm, wir haben hier keine Projektion, wir haben hier keinen Machtgeist, sondern tatsächlich Imperator Palpatine in seiner physischen Form. Da stellt sich die Frage, wie kann das sein? Ist es eventuell ein Klon? Ist es mitunter vielleicht doch Imperator Palpatine? Wer sich an Episode 6 erinnert, sobald Imperator Palpatine in diesen Reaktor geworfen wird, scheinen ja auch, Geister eigentlich aus diesem Ionen Reaktor hochzusteigen, und mitunter sind das keine Geister bzw. Machtgeister von denjenigen, die der Imperator einst getötet hat. Das ist ja auch eine gängige Erklärung gewesen die letzten Jahre, sondern vielleicht ist das auch mitunter der Geist des Imperators, der sich nun versucht hat, irgendwo an etwas anderes Lebendiges zu klammern, vielleicht auch auf einen seiner Klone, was zumindest im Kanon und im erweiterten Universum von Star Wars gang und gäbe gewesen ist, dass sich der Imperator in einen seiner Klone zurückgezogen hat, bis er dann einige Jahrzehnte nach der Schlacht von Yavin endgültig den Tod gefunden hat. Das wird auf jeden Fall aber nicht die Story von Episode 9, der Aufstieg Skywalkers. Da würde man sich's wirklich zu leicht machen. Allen voran J.J. Abrams traue ich zu, dass er da auch noch ein bisschen sehr innovativer vorgeht, ein bisschen kreativer vorgeht, ohne sich auf irgendwas zu beziehen, was schon existiert. Dementsprechend darf man auf jeden Fall auch nach diesem finalen Trailer noch gespannt sein, wie es am Ende ausgeht, welcher unserer Helden tatsächlich fällt und wie die Galaxis, die so weit, weit entfernt ist und vor so langer Zeit diesen Krieg bereits ausgefochten hat, wie es tatsächlich mit dieser Galaxis weitergeht. Das war meine kleine Trailer-Reaction, warum ich jetzt auf den letzten Offscreen-Text von Luke Skywalker und Leia Organa nicht eingegangen bin. Gut, das kann ich jetzt noch eben schnell nachholen. Da heißt es halt: Die Macht wird mit dir sein. Immer. Diese beiden Sätze wird wahrscheinlich Rey von den beiden Machtgeistern zu hören bekommen. Das ist zumindest
meine Vermutung. Wie denkt ihr darüber? Habt ihr noch irgendwas zu ergänzen? Habe ich irgendwas vergessen, hier im Rahmen dieser Trailer-Analyse zu benennen, zu beschreiben, zu erklären? Wenn ja, dann bitte vervollständigt dieses Video, indem ihr eure Meinung und eure Ergänzungen als Kommentar unter diesem Video postet. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet einiges an Spaß und Freude. Ich hatte auf jeden Fall jetzt gerade mega viel Spaß hier, das alles aufzunehmen, weil man aus diesem Trailer, auch wenn er so viel über die Story eigentlich nicht preisgibt, doch so viel Nostalgiefaktor rausziehen kann. Das war's von mir. Nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil. Ich werfe einen letzten Blick, Sir, auf meine Freunde. Sich der Angst zu stellen, das ist das Schicksal eines Jedi. Dein Schicksal. Macht wird mit dir sein. Immer. Star Wars. Der Aufstieg Skywalkers.